Hast du eigentlich gewusst, dass wenn du auf der Arbeit zur Toilette gehst, der Weg zur Toilette versichert ist über die gesetzliche Unfallversicherung? Der eigentliche Aufenthalt dann aber in der Toilette ist nicht mehr versichert. Warum ist das so? Wieso hat auch ein Gericht jetzt so entschieden? All das erkläre ich dir in folgendem Video. Ganz viel Spaß beim Anschauen. Servus, hallo bei Versicherungen mit Kopf. Erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und heute wird es ein bisschen kurios, würde ich sagen, denn es geht um einen Versicherungsfall, der jetzt vor kurzem entschieden wurde durch das Landessozialgericht. Und es geht um einen vermeintlichen Arbeitsunfall. Sprich, ein Mann hat geklagt, weil ihm auf der Arbeit was passiert ist, ein Unfall, ja, und er hätte hier gerne Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung und das wurde aber abgelehnt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum? Was genau ist vorgefallen? Und zwar war dieser Mann quasi auf dem Weg zur Toilette, ja, so weit, so gut. Und dann ist er quasi in der Toilette auf dem nassen, seifigen Boden ausgerutscht und hat sich den Kopf angeschlagen, hat dadurch eine Gehirnerschütterung erlitten und war auch ein paar Tage im Krankenhaus und hat das dann eben als Arbeitsunfall geltend machen können. Was ja jetzt eigentlich so nach logischem, rationalem Menschenverstand nicht verkehrt klingt, ja? Also ich hätte das wohl genauso gemacht und jeder andere wahrscheinlich auch. Das Gericht allerdings hat das jetzt anders gesehen und hat das auch ja irgendwie ganz ja rational begründet, ja? Und zwar hat das Gericht gesagt, dass die Notdurft an sich, quasi der Aufenthalt auf der Toilette, eine rein private Angelegenheit ist, ja? Und dass hier der Arbeitgeber nicht in die Haftung genommen werden kann, das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist dann, ist halt die, dass tatsächlich, obwohl der Untergrund, der Boden in der Toilette nass war und seifig war und das der Grund war, dass der Arbeiter hier ausgerutscht ist, nicht irgendwie jetzt eine Obliegenheitsverletzung des Arbeitgebers darstellt, weil das war die Argumentation. Der Arbeitgeber hätte sicherstellen müssen, dass das hier eben kein rutschiger Boden ist, wo irgendjemand ausrutschen kann. Und das Gericht hat aber gesagt, das ist keine besondere, außergewöhnliche, betriebliche Gefahr, die sich quasi durch diesen nassen Boden ergeben würde. Denn in privaten oder öffentlichen Toiletten kann das genauso der Fall sein. Und genau deshalb hat die gesagt, hier gibt es keine Leistung aus der gesetzlichen Unfallversicherung. Das heißt, für dich einfach, wenn auf der Toilette dir was passieren sollte, ja, dann ist das hier in der Form von der gesetzlichen Unfallversicherung nicht abgedeckt aus eben den erwähnten Gründen. Klingt komisch, ist aber so, gab auch schon mal ein anderes Urteil, wo ein Arbeitnehmer quasi in der Kantine ausgerutscht ist auf irgendeiner Tomatensoße oder so, ja, und auch das kam nicht durch, wurde nicht geleistet durch die gesetzliche Unfallversicherung, weil eben auch das Zunehmen von Essen quasi privater Natur entspricht und eben dann nicht als Arbeitsunfall gilt, auch wenn es tatsächlich ja in den Räumlichkeiten, in dem Gebäude des Arbeitgebers stattfindet. Ja, und das heißt jetzt für dich ganz einfach in der Zukunft vielleicht ein bisschen besser aufpassen, wenn du auf der Toilette unterwegs bist, auf der Arbeit oder in der Kantine etc., nämlich nicht alles ist hier durch die gesetzliche Unfallversicherung abgedeckt. Wenn du eine private Unfallversicherung hast, sieht das natürlich wieder ganz anders aus, weil die leistet natürlich immer und überall, ja, egal wo dieser Unfall passiert. Das war's schon gewesen für dieses Video. Kurioser Fall, aber eben tatsächlich so entschieden. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass dem Video doch einfach noch einen Daumen hoch da. Dafür schon mal danke. Und wenn du in Zukunft eben auf dem Laufenden bleiben möchtest, was deine Versicherung angeht, dann lass mir einfach jetzt noch ein Abo da. Dann verpasst du auch künftig kein wichtiges und praktisches Versicherungswissen mehr. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dorthin. Servus und tschüss.